Wirklich nicht. In der Allgemeinheit heißt es ja immer, ja, wir Männer sind die Stärkeren und keiner gibt es offen zu. Aber ich glaube, einige würden sich wundern. Ja, ich glaube, dass das wirklich auch tatsächlich öfters der Fall ist, als man vielleicht denkt, dass auch Frauen gewalttätig in einer Beziehung werden können. Aber wie redest du denn mit Tom? Ja, das war eine Ausnahme. Mein Gott, mir sind die Nerven durchgegangen. Leon sollte das eigentlich nicht mitbekommen. Das ist normalerweise, halten wir das von dem Kind extra fern. Wenn du so laut durchs Haus brüllst, sag mal, geht's noch? Ach, passiert das denn öfters, wenn sie sagen, normalerweise halten die das fern? Ach Quatsch, das war eine Ausnahme. Moment. Ich würde ihm doch nie was Böses anlegen. Alles gut, alles gut. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt erstmal auch ihren Sohnemann jetzt holen. Warten wir einmal kurz ab. Okay, welche Farbe? Alles klar. Danke, tschüss. Roller wurde gesichtet vom Leon. Roter Roller? Ja. Ja, das ist ein roter Roller. Ja, der stand doch überhaupt nicht in der Ausfahrt wie sonst. Ja. Kann es sein, dass er vielleicht dann dort ist? Dann gehen wir am besten hin. Jetzt müssen wir schnellstmöglich zum Jugendzentrum, weil dort steht der Roller vom Leon und vielleicht finden wir ihn dort. Und mit Hilfe von Leon versuchen wir dann auch natürlich den Vater auffindig zu machen. Leons Tante Hanna begleitet die Beamten zum Jugendzentrum. Nach dem verstörenden Video ist die 35-Jährige immer noch schockiert über das aggressive Verhalten ihrer Schwägerin. Das ist Leons Rucksack. Nicht jeder kommt doch jemand hoch. Ja. Oh, was wollen die hier? Ich weiß schon, wer sie geschickt hat, meine Mutter, ne? Nee. Okay. Hey. Hallo, Leon. Hey, Leon! Leon, hallo. Bleib doch mal bitte stehen. Okay? Bleib hier. Geh mal kurz zu meinem Kunden. Geh mal ein bisschen rüber. Danke dir. Leon, nur kurze Frage an dich. Wir haben ein Video gesehen. Ist das der Grund, warum du gerade abgehauen bist? Oder warum du abgehauen bist, besser gesagt? Ja, ist er. Meine Mutter, die schlägt meinen Vater seit mehreren Monaten. Und ich weiß, ich komm damit nicht mehr klar. Mein letzter Weg war jetzt einfach abzuhauen. Leon, wir sind hier, um dir zu helfen. Ja? Wir wollen dir nichts Böses. Du brauchst nicht vor uns abhauen. Ja, das glaube ich Ihnen. Du musst keine Angst haben. Okay. Weißt du, du kannst immer Bescheid sagen, wenn was ist. Und wir sind immer für dich da. Wenn man, egal ob weiblich oder männlich, häusliche Gewalt erlebt, sollte man definitiv nicht abhauen. Es gibt bei der Polizei Beratungsstellen, vor allem den Weißen Ring. Einfach kontaktieren und da gibt es professionelle Hilfe. Man sollte sich auch nicht schämen. Also man sollte sich auf jeden Fall anderen anvertrauen, Freunden, Familie und darüber sprechen. Leon, zeig mir mal bitte dein Shirt. Ja, das ist meine Lieblingsband hier. Heroes of the Horrorunfall. Auf was wollt ihr denn raus? Was meint ihr denn? Ich habe das Shirt hundertprozentig in der Tasche von dem Vater von ihm gesehen. Hundertprozentig. Da waren zwei Zugtickets drin. Okay. Da war eine Buchung drin für ein Ferienhaus und da war das Shirt drin. Was sagt ihr? Da war dasselbe T-Shirt drin? Ja. Deswegen. Nein. Kann das sein, dass er vielleicht natürlich mit mir abhauen wollte? Auf der Hand. Warum sollte er das Shirt packen? Ich bin so doof. Vielleicht wollte er dich mitnehmen. Mir ist das T-Shirt in erster Linie erstmal gar nicht aufgefallen. Ich konnte damit nichts anfangen. Ja, mir wäre es auch nicht aufgefallen, aber ich habe es halt eben in der Tasche von dem Vater gesehen. Und warum sollte man so ein Shirt in der Tasche haben? Klar, es ist die Lieblingsband von seinem Sohn. Und da liegt auf der Hand, dass er seinen Sohn mitnehmen wollte. Wenn diese Yvonne so gewalttätig ist, so aggro ist, dann kann ich mir vorstellen, dass sie, wenn sie das mitbekommen haben sollte, dem Tom irgendwas angetan hat. Ach krass, ich traue ihr das zu, sag ich dir ehrlich. Man, wir sind auf der Wache, den am besten jetzt. Lass uns niemand mitnehmen zur Wache, beziehungsweise sie sollen selber hinfahren. Safe, gut. Ja, Leon, wo hat eigentlich dein Vater dir gestern die Äste hingetan? Ja, welche Äste? Was meinst du überhaupt? Wo? Ja, die Äste fürs Baumhaus. Mhm. Ja. Okay. Und was ist damit? Ja, ich habe nur gestern gesehen, dass die Mirko und Tom zusammen weggefahren sind und die Äste holen wollten. Gestern? Ja. Irgendwas von Ästen wurde uns erzählt, konnte ich erstmal absolut gar nichts mit anfangen. Und dann sollten sich Tom und Mirko auch noch irgendwo getroffen haben. Ja, vor allem gestern. Mirko hat uns absolut einen Stuss erzählt. Er meinte, er hat einen Tom gestern nicht gesehen. Und das macht mich natürlich extrem stutzig. Ha, okay. Das erklärt auch, warum der Mirko so drauf angesprungen ist, als der Verdacht irgendwie geäußert worden ist, dass der Tom mit einer Geliebten abgehauen ist. Stimmt. Also was mich bei der ganzen Sache so ein bisschen wundert, ist, wenn die beiden gestern zusammen in den Wald gegangen sind, ist der Mirko zurückgekommen und der Tom nicht? Komisch. Zwei gehen rein und einer kommt nur raus, meinst du? Der Verdacht, dass Mirko etwas mit dem Verschwinden seines Schwagers zu tun haben könnte, soll sich noch erhärten. Ich habe diesen Mirko Keller überprüft und ich habe herausgefunden, dass er wegen mehrfacher Körperverletzung schon in Haft saß. Ah, ja. Und der ist auch erst vor einem halben Jahr oder sowas raus.
Das erklärt auch, warum er immer wieder gesagt hat, dass er Schwierigkeiten hat, irgendeinen Job zu finden. Also nein, scheinbar neigt nicht nur seine Schwester zu Gewalt, sondern auch er. Vielleicht haben sie ja gemeinsam Sache gemacht. Als wir jetzt nochmal in die Verhörsituation gegangen sind, als Bora mir gesagt hat, dass Mirko Keller auch vorbestraft ist, da bin ich schon so mit so einem gewissen Gefühl reingegangen. Aber was er uns dann mitgeteilt hat, damit habe ich nicht gerechnet. Unsere Kollegen haben in der Tat Leon gefunden. Er ist abgehauen von zu Hause. Er ist vor ihnen abgehauen. Er hat nämlich Angst vor ihnen. Und er hat den Streit mitbekommen, den sie mit ihrem Mann hatten. Er hat ihn sogar gefilmt. Was hat der mitgefilmt? Wovon reden die denn? Der Tom und ich, wir streiten halt. Und ich bin dann immer so wütend und meine Wut, die eskaliert total. Und mir rutscht die Hand aus, oder? Wie, und dann lässt du Tom durch, oder was? Du verkloppst deinen eigenen Kerl. Sag mal, was ist denn da los? Sag mal, wie redest du mit mir? Ausgerechnet du machst hier auf Obermoralapostel. Das dürfte dir ja wohl bekannt sein. Na ja, gut, das ist, glaube ich, mein Stichwort. Ich meine, ich habe sie auch schon überprüft, Herr Keller. Und wir wissen, dass sie vorbestraft sind wegen mehrfacher Körperverletzung. Und darüber hinaus haben sie uns ja auch angelogen. Sie haben uns gegenüber angegeben, dass sie gestern Abend den Tom nicht gesehen haben. Wobei mittlerweile wissen wir, dass sie ihn gesehen haben. Was für einen Grund haben sie denn, uns anzulügen? Also haben sie was mit seinem Verschwinden zu tun? Hm? Es geht um ein Menschenleben. Raus mit der Sprache. Mein Gott, ey, ich musste doch denken, der hat eine Affäre. Ich habe doch keine Ahnung, dass der zu Hause durchgelassen wird und deswegen abhauen will, Mensch. Also wussten Sie, dass er weg wollte? Wir waren am Vorabend im Wald und haben Äste und Zweige fürs Jugendzentrum besorgt. Und als wir zurück waren am Auto und er dort eingeladen hat, habe ich auf seinem Handy gesehen, wie es geblinkt hat. Und dann stand da was von Buchungsbestätigung, Ferienhaus, zwei Personen. Deswegen bin ich davon ausgegangen, der hat eine Geliebte oder was? Und was ist dann passiert? Vielleicht hätte ich ihm einfach mal zuhören sollen. Ich bin auf jeden Fall ausgetickt, hab mich umgedreht, hab ihn weggestoßen und er ist dann halt mit dem Kopf auf den Stein geknallt und ist liegen geblieben. Und ich bin einfach abgehauen, weil ich wollte nicht noch mal in den Knast, Mensch! Sie haben einfach Ihren Schwager dort verletzt liegen lassen? Wir müssen sofort wissen, wo sie ihn zurückgelassen haben, damit wir sofort einen Rettungswagen hinschicken können. Der ist seit 20 Stunden vermisst. Parkplatz Entenfang. Pass auf, Sandra, ich fahre auf jeden Fall mit dem Michi schon mal hin. So, wir haben es jetzt sehr eilig. Unser Vermisster ist verletzt und wir vermissen ihn schon seit über 20 Stunden. Unmöglich ist er in Lebensgefahr und wir hoffen, dass wir ihn finden, bevor es dunkel wird. Als die Vermisstenfahnder an dem genannten Parkplatz eintreffen, wird ihnen jedoch sofort klar, dass sie alleine nicht weiterkommen. So, Bora, jetzt mal im Ernst. Wir können hier 5 Stunden suchen, wir werden niemanden finden. Nee, wir brauchen einen Hundeführer, nichts. Wir brauchen einen Hund. Ich rufe einen Hund an, auf jeden Fall. Ja? Dann versuche ich, ein T-Shirt zu kriegen. Ja, okay, perfekt. Hallo, Egon, der Bora hier. Wache, hi. Ja, wir bräuchten von unserem vermissten Tom mal ein T-Shirt. Vielleicht die Schwester, die könnte uns dabei helfen. Ja, wir sind uns sicher, dass das hier der richtige Parkplatz ist. Und wir hoffen, dass er sich in einem gesundheitlich guten Zustand befindet. Wer weiß, was ihm jetzt gerade momentan fehlt. Und wenn der Hund dann auch da ist, dann hoffe ich, dass wir ihn schnell finden und am besten unversehrt. Kurz darauf ist der Personensuchhund vor Ort und nimmt an einem T-Shirt des Vermissten die Witterung auf. Toms Schwester Hannah hilft ebenfalls bei der Suche mit. Eine weitere Nacht im Wald würde ihr Bruder vermutlich nicht überleben. Er hat eingeschlafen, er hat eingeschlafen. Oh, da ist er, da ist er. Hoch, da ist er. Oh, hoch. Okay. Hallo. Hallo. Hier ist die Polizei. Hier ist die Polizei. Ganz ruhig. Der Hund kann zurück. Danke. Der Hund kann zurück. Danke. Hier ist die Polizei, Tom. Wo ist ein Rettungswagen, Michi? Ja, ja, natürlich. Ein Rettungswagen. Tom, hier ist die Polizei. Hallo. Geht's Ihnen gut? Ja, bitte sofort RTW vor Ort. Als wir ihn angetroffen haben, haben wir ihn aus seinem Ohnmacht erschreckt, sozusagen mit den Taschenlampen. Und wir konnten ihn erstmal beruhigen und aufgrund seiner Bewegungen konnte ich für mich erstmal ausschließen, dass er zwingend Erste Hilfe sofort benötigt. Und wir warten jetzt auf die Rettungskräfte, die sich dann um ihn kümmern werden. Wissen Sie, was passiert ist und warum Sie hier sind? Ich war mit Mirko hier. Wir wollten die Stöcke holen fürs Jugendzentrum. Auf einmal habe ich nur einen Schlag gespürt. Irgendwann wach geworden und hab die Orientierung verloren. Ja, der Mirko hat uns alles erzählt. Wir haben auch ihre Reisetasche gefunden und die Buchung für die Ferienunterkunft. Wollten Sie da mit Ihrem Sohn hin, mit dem Leon? Warum hast du da nichts gesagt? Ja. Hätte mir das einer von euch geglaubt? Natürlich, du kannst doch immer zu uns kommen. Wenn ich von meiner Frau geschlagen werde? Hm? Ja, natürlich.
Ihr Sohn hat auch übrigens die Videos aufgenommen. Wir haben das gesehen. Also wir haben Beweise dafür, was zu Hause passiert. Wir glauben Ihnen das nicht nur, sondern wir haben Beweise dafür. Und Sie müssen sich auch keine Sorgen um das Sorgerecht oder sowas zu machen. Du musst da nicht wieder zurück. Er hat mir halt gedroht. Er hat ein bisschen Sorge um das Sorgerecht um den Jungen, weil er gemeint hat, dass ihm niemand glauben wird, was zu Hause tatsächlich passiert. Und weil ihm auch die Frau damit gedroht hat. Aber ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass wir Videos haben, Beweismaterial haben und dass er sich um das Sorgerecht keine Gedanken machen muss. Tom wird fürs Erste mit seinem Sohn zu seiner Schwester ziehen, seine Frau wegen Körperverletzung anzeigen und die Scheidung einreichen. Sein Schwager Mirko muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung verantworten.